Hallihallo, Hallöchen und ein herzliches Willkommen zurück zu Graveyard Keeper, Entschuldigung. Ich bin noch ein wenig heiser, weil ich ein wenig erkältet bin, beziehungsweise war. Oh, Eselchen hat uns vorbeigebracht. Wir hatten ja, er hat gesagt, dass sich mit Revolution kein Geld machen lässt. Der Händler wird hocherfreut sein, dieses Zeug zu sehen, ich glaube auch. Bankchecks, Schmuck. Oh. Das heißt, wir werden jetzt ein wenig Geld bekommen, ja? Also wir haben jetzt die revolutionäre Nachricht von Eselchen bekommen. Ja, und da hieß es dann, die werden uns jetzt aus, warum auch immer eigentlich, werden die uns jetzt Bankchecks und Schmuck verkaufen. Eigentlich wollten die ja dann, also die revolutionäre Nachricht packe ich mal dorthin. Eigentlich wollten sie ja dann, dass wir das verkaufen und den Geld schicken. Die Sache ist nur, Eselchen möchte eigentlich kein Geld mehr haben. Ja, Eselchen möchte von dem Geld weg. So. Achso, ich kann ihr leider keinen Glauben mehr schicken. Schade aber auch. Aber Karotten liegen noch da. Wir haben keine Leiche. Das ist jetzt verwirrend, weil dann, ne, das klingelt, als wenn Eselchen kommt und uns eine Leiche bringt. Aber dabei bringt Eselchen uns einfach keine Leiche. So. Probleme, die gibt's nicht. Ich wollte jetzt einmal nochmal unsere ganz normale Angel einpacken und dann eine Runde Angeln gehen, weil wir verdienen halt einfach Geld mit dem Angeln. Und ich bin außerdem auch mal gespannt, wie viel Geld das ist. Wir können einfach ja mal spaßeshalber, zack, zum Leuchtturm reisen. Handeln. Oh. Davon haben wir 4 Stück. Hiervon haben wir auch ein. Zack. So lässt sich Geld machen. Er hat auch silbernes Fischfilet, glaube ich, ne? Da, gutes Fischfilet. Blaues Fischfilet, auch in Silber. Die Frage ist jetzt halt einfach, was will er haben? Hier steht halt einfach nur, bringe silbernes Fischfilet. Bringe 4 silberne Fischfilets. Was kosten die hier? 1 Silber. Das ist teuer. Das ist recht teuer. Nee, das sehe ich jetzt nicht ein. Aber, ja, es ist natürlich schöner, in der Geschichte weiterzukommen, ne? Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal nochmal eine Runde angeln. Hier unten haben wir nämlich auch noch eine Angelstelle. Wir müssen irgendwie an Kröten kommen. Das ist halt die Geschichte, beziehungsweise Kröten oder Frösche. Ist im Endeffekt fast das Gleiche. So, hä? Ich wollte gerade sagen, hier war doch eine Angelstelle. Angeln. Guck mal, hier ist nämlich noch ein Fisch, den haben wir noch nicht geangelt. Aber wir haben jetzt alle 3 Angeln und werden das rausfinden, welcher Fisch das ist. Und zack. Also ich glaube, das ist schon etwas, was sich auf jeden Fall lohnt. Anchovy hatten wir schon geangelt. Scheiße. Oh, Mist. Naja, gut. Auch hier wird es bestimmt einen Fisch geben, den wir noch nicht geangelt haben. Das ist halt die Sache. Da musst du noch schneller sein als bei Animal Crossing. Sobald der Fisch auch nur andeutet, er möchte anbeißen, musst du schon zuschlagen. Boah, was ist das denn für ein hippeliger Fisch? Wenn sich das nicht lohnt. Ist das eine Sardine? Nee, ich würde aber gerne hier irgendwie einen anderen Fisch als den Anchovy fangen. Tut mir jetzt leid, das ist natürlich jetzt relativ langweilig für euch wahrscheinlich, ne, beim Angeln zuzugucken. Aber wir brauchen halt Geld, um vieles zu erreichen. Wirklich vieles. Und ich glaube, das Einfachste ist tatsächlich in diesem Spiel mit Fischgeld zu verdienen. Weil wir haben da einen festen Abnehmer für den Fisch. Ich denke, das ist der einfachste Weg einfach. Noch ein Anchovy.
Können wir nicht endlich mal den anderen Fisch angeln? Ich weiß, es besteht nur eine 37-prozentige Chance, aber es ist nicht unmöglich. Noch ein Anchovy. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist so auch von der Energie. Und im Allgemeinen ist das, glaube ich, die effizienteste Weise, tatsächlich Geld zu verdienen. Er verbraucht nicht viel Energie. Ich muss mich dann ganz, ganz kurz konzentrieren einfach. Ja, es verbraucht nicht viel Energie. Verbraucht keine Ressourcen. Das ist, glaube ich, wirklich die einfachste Weise, Geld zu verdienen hier in diesem Spiel. Ja, ich bin dann hochkonzentriert. Oh, das sieht anders aus. Das sieht anders aus. Das ist ein anderer Fisch. Das ist kein Anchovy. Ich sehe das schon. Der ist dafür zu aufgeregt. Was ist das? Ein Thunfisch. Oh. Ein Thunfisch. Oh nein, Eselchen, doch nicht jetzt. Ach, Esel. Lass mich nur kurz diesen einen Fisch fangen, bitte. Oh, das dürfte auch ein Thunfisch sein, wa? Ja, ist es auch. Scheiße. Wir haben eigentlich gar keine Zeit dafür jetzt, Esel. Nach Hause. Ist heute nee, heute ist Frau Anmut, glaube ich, da, ne? Ja. So, aber hier ist auf jeden Fall eine Leiche eingetroffen. Die müssen wir einmal kurz auseinandernehmen. Und zwar brauchen wir hier... Zack. Oh, die sieht gut aus. Die sieht richtig gut aus. Tja, was machen wir mit der? Auf jeden Fall erstmal Fett und Blut entnehmen. Das Problem ist, ich brauche nur diesen einen roten, der muss weg. Fett, Blut... Oh, die wäre perfekt. Schade, Schokolade. Was machen wir? Ich glaube, Schädel, ne? Oh, ich gucke das jedes Mal. Ich glaube, Fleisch ist halt richtig schlecht zu entfernen. Ich entferne das jetzt. Ich hoffe, das ist richtig und ich hoffe... Oh, scheiße. Die hat nämlich eigentlich echt Potenzial gehabt. Wollen wir das Hirn jetzt entfernen? Das wird nichts bringen, nee. Gut, dann können wir jetzt auch das Fleisch entfernen und die Haut entfernen. Dann ist das jetzt so. Oh, Mist. Sowas ärgert mich dann immer. Oh, und es gibt Ärztefusch. Gut. So kann man es natürlich auch versauen. Ah, ärgerlich. So, wir können aber noch mal ein paar Leute hier... ein paar Leute hätte ich was gesagt. Aber auf jeden Fall was platzieren. So, hier. Das Hirn brauchen wir eigentlich nicht. Blut brauchen wir auch nicht. Das Herz haben wir auch noch nicht gebraucht. Das heißt, dann können wir nämlich das Fleisch mitnehmen und die Haut mitnehmen. Haut brauchen wir. Tatsächlich. Und Fleisch brauchen wir auch. Beziehungsweise das Fleisch können wir zu Geld machen. Aber wir haben 10 Silber. Ich bin gerade ganz glücklich. Wir brauchten für irgendwas die Haut. Ich glaube, hier war das irgendwie. Frag mich jetzt aber nicht, wofür. Ich glaube, wir brauchten diese komische Schweinslederhaut. Ja. Ich weiß nicht mehr, wofür wir die brauchten. Wir brauchten auf jeden Fall irgendwie Schweinslederhaut. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal... Zack, zack, zack. Ah, ja, da war was. So. Salz. Das kann hier auch rein. Genau.
Eselchen wollt ja unbedingt Äpfel haben, ne? Also ist ja nicht so, dass wir Äpfel dabei haben. Apropos, die Äpfel können eigentlich hier hin. Dann können wir unsere Energie auffüllen, wenn wir das brauchen. So. Ein Fleischpaket. So, was haben wir denn noch Feines eigentlich dabei, was wir hier reinpacken könnten? Stein brauchen wir nicht, Balken brauchen wir nicht. Gerade zumindest nicht. Stöckchen brauchen wir auch nicht. Ah, was ist das? Bestattungsurkunde. Ja, das müssen wir auf jeden Fall noch verkaufen. Ansonsten, würde ich sagen, gehen wir auf jeden Fall erstmal ins Bett und schlafen eine kleine Runde. So. Ich trinke auch mal einen kleinen Schluck oder habe einen kleinen Schluck getrunken, um den Hals zu ölen. Ich fühle mich so erfrischt. Das ist schön. Dann würde ich sagen, gehen wir mal... Warte mal. Ach so, warte mal. Wir haben hier noch Fett. Das kann hier mit rein. Das brauchen wir nämlich nicht unbedingt in unserer Tasche. Benutzen zum toten Pferd. Ist heute der Händler da? Ich bin mir gerade nicht sicher. So, auf jeden Fall verdienen wir wieder ein bisschen Geld. NPCs. Welcher war heute da? Der Kaufmann. Das trifft sich ja gut. Wir haben auch noch so eine Kleinigkeit für den Kaufmann. Oh, er ist auch schon da. Perfekt. Hallo, Herr Kaufmann. Und zwar würde ich sagen, haben wir hier so... Das können wir nicht. Bankchecks. Du hast noch nie so viele Nullen gesehen. Leider sind die Checks personalisiert. Aber das können wir für 75 Silber? Die Sache ist, ich habe gerade irgendwie das Gefühl, dass wir es nachher bereuen. Das ist so verlockend, für 75 Silber das zu verkaufen. Ich habe wirklich das Gefühl, dass wir es nachher bereuen, das verkauft zu haben. Auf der anderen Seite können wir das... Weißt du was? Zack. Wir können das Geld gebrauchen. Weil wir wollen ja unbedingt unsere Taverne aufbauen. Unsere eigene. Das müssen wir hier oben machen. Ich hoffe, er ist schon aufgestanden. Ich weiß gar nicht. Ah, ist noch recht früh, ne? Er ist auch noch nicht wach. Da kommt er gerade erst. Guten Morgen. Und zwar, hier ist dein Geld. Cool, Cory und Bruder sind wieder im Geschäft. Ruhe dich ein bisschen aus. Dein neues Gebäude ist morgen früh fertig. Oh Mann, sind die schnell. Ah, cool. Jetzt haben wir nicht mehr ganz so viel Silber, aber das ist auch okay. Wir könnten nämlich... Ich würde gerne noch mal weiter angeln gehen, tatsächlich. Wir haben noch nicht alles... Ich benutze das mal zum Leuchtturm. Wir haben nämlich noch nicht alles da rausgefunden beim Angeln. Oh, hier ist wieder noch mal ein Apfel, den wir pflücken können. Und da vorne ist auch noch ein Apfel, den wir pflücken können. So. One apple a day keeps the doctor away. So, hier unten ist nämlich noch die... Genau, und jetzt haben wir das Grundstück hier. Die Sache ist nur... Wir können ja trotzdem nicht ran. Obwohl das unser Grundstück ist. Aber na gut. Ich habe auch vorhin gesehen, wir haben Erfolg gekriegt tatsächlich. Dass wir einen armen alten Mann ausgenommen haben. Beziehungsweise betrogen haben. Ich dachte mir, oh, schön, nett. Gerne, danke. Oh Mist, verpasst. So. Das wird aber wieder eine Sardine. Nee, was war das? Anchovy, genau. Keine Sardine. Ah, oh, das ist kein Anchovy. Das ist was anderes. Ein Thunfisch vielleicht wieder? Oh ja, auch ein Thunfisch. Okay, also. Ich würde tatsächlich gerne hier nochmal
2 Thunfische angeln. Ich erhoffe mir dadurch, dass wir silbernes Fischfilet bekommen und dass wir das dann so lösen können. Das ist aber definitiv kein Thunfisch. Das wird bestimmt wieder ein Anchovy sein. Genau. Das ist auch wieder ein Anchovy. Sieht man dann immer schon, der Anchovy verhält sich halt ruhiger. Ich würde aber gerne tatsächlich auch nochmal so die exzellente gute Angel. So. Moment mal, kein Köder ausgewählt. Oh. Okay, warte mal. Was passiert, wenn ich jetzt... Wir hatten doch die Dingsköder, ne? Wo haben wir die denn gelassen eigentlich? Naja, egal. Wir haben die exzellente Angel. Ja, hier unten können wir Köder auswählen. Oh, warte mal. Das finde ich gut. Da können wir nämlich herausfinden, was das für ein Fisch ist dann. Kein Anchovy. Ein Thunfisch, okay. Wir haben hier... Genau. Nachher ziehen wir da einen Haifisch raus. Nee, das ist, glaube ich, auch wieder ein Thunfisch, ne? Nein. Ja, ist auch wieder einer. Dabei sind das doch 52%. Komm, das ist mehr als die Hälfte. Und komm schon. Danke. Das wird aber auch wieder ein Thunfisch sein. Ja, genau. Gut. Komm, jetzt beim vierten Versuch ist es, glaube ich, ne? Da muss doch mal was passieren hier. Oh, das sieht ein bisschen anders aus als ein Thunfisch. Wir haben Kämpfen ist. Und was ist das? Ein Lachs! In Goldqualität. Ich hätte gerne noch mal einen Lachs in Goldqualität. Oh, Mist. Gut. Hier haben wir jetzt aber soweit fast alles freigeschaltet. Wir brauchen halt noch Köder, okay. Achso. Wir hatten ja mal ganz viele Blumen gepflückt, da war ja was. So, hier haben wir auf jeden Fall auch noch ein. Da ist auf jeden Fall. Nehmen wir mal den. Und. Das ist ein Barsch. Fischesammler. Mein Erfolg freigeschaltet. Okay. Das ist die exzellente Angel. Dann haben wir hier noch die gute Angel. Können wir hier vielleicht irgendwas anderes? Ohne Köder? Nee, da kommen wir trotzdem noch nicht ran. Was ist, wenn wir hier... Da muss man ein bisschen rumprobieren anscheinend. Einfache Angel. Okay, okay, okay. Nee, da haben wir leider auch keinen Erfolg. Gut, ich würde aber mal sagen, ich würde gerne nochmal die Fische verkaufen. Bis auf die silbernen, weil wir brauchen... Oder wir kaufen einfach silbernes Filet von unserem guten Freund, dem den Leuchtturmwärter. Jetzt habe ich mal einen Apfel gegessen. Bringt aber nicht so viel Energie, ne? Ah doch, wobei geht. Handeln. So.
Also, wir haben hier einen leckeren Lachs, haben wir. Wir haben... Nee, das ist Silber, den würde ich gerne behalten. Hier von Nummer 4. Der wird immer geiziger, ne? Unser Freund. So. So. Das ist nicht so viel, was wir jetzt kriegen, ne? Aber na gut. Und hier haben wir nachher noch die Köder. Ich würde sagen, wir gönnen uns dann gleich nochmal hier die Stahlköder und Juwelenköder. Jetzt weiß ich, wo wir die auswählen können. So, Thunfisch. Davon mal ein. Hiervon auch mal ein. Ist teuer, ich weiß. Ist ungefähr das, was wir von ihm auch ja, quasi bekommen haben. Und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal angeln. Aber weißt du was? Das machen wir nächste Folge. Ich sag erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge und ich sag Tschüss.